بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي بدراسة كتاب التوحيد. نعم. Und Frieden und Segen sei auf dem letzten der Propheten. Und liebe Geschwister, wir haben das letzte Mal angefangen mit dem Buch des Tauhid, also des Eingottglaubens. Und bevor wir angefangen haben, haben wir einige Dinge erwähnt, zum Beispiel, warum lernen wir diesen Tauhid? Und warum haben wir gerade dieses gesegnete Buch ausgesucht? نصيحة العلماء ولأن هذا الكتاب مشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة. Wir haben gesagt, weil dieses Buch eine Empfehlung der Gelehrten ist und weil die Beweise vom Koran und von der Sunna stammen. وذكرنا شيء عن هذه الأمور التي يذكرها بعض الناس ويقولون عن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أنه وهابي وغير هذا، وقلنا سبب العداوة هي التوحيد. نعم. Und wir haben erwähnt, das ist natürlich wie immer Menschen gibt, die diesen Gelehrten vieles unterstellt haben und viele schlechte Sachen über ihn gesagt haben, aus dem Grund, dass er den Tauhid erklären wollte. فكل من يعلم التوحيد ويتعلم التوحيد يقال عنه وهابي. نعم. Leider ist es so, dass jeder, der den Tauhid lernt oder beibringt, Wahhabi genannt wird. ثم ذكرنا أن هذا المتن المبارك وهذا الكتاب المبارك إذا أردنا أن نعرف محتواه أو حتى يعني يدرك إدراك يعني إجمالي، فنقول إنه يحتوي على 10 أقسام، وما الأبواب 67 باب. نعم. Und wir hatten gesagt, damit wir verstehen, worum es in diesem Buch geht und was dieses Buch alles beinhaltet, hat sich dieses Buch in 10 Teile teilen lassen. Insgesamt sind es jedoch detailliert gesagt 67 Aspekte. المقدمة، وقلنا هذه المقدمة تحتوي على أبواب 5. Der erste Teil ist das Vorwort, was selber aus 5 Teilen besteht. ثم تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده. نعم. Der zweite Teil, haben wir gesagt, ist die Erläuterung des Eingottglaubens und hat diesen Tauhid erklärt mit dem Gegenteil. ثم ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. Als nächstes erklärt der Autor im dritten Teil alle Beweise und Argumente, die dafür sprechen, dass jede Anbetung zu einem anderen außer Allah fehlgeschlagen ist. ثم أراد أن يبين لك في القسم الرابع أسباب وقوع الشرك في الأمة حتى تجتنبها. نعم. Danach will der Autor im vierten Teil dir zeigen, welche Gründe es gibt, dass der Schirk in dieser Umma passiert, in dieser Nation gefallen ist, damit du dich davon fernhältst. وفي الباب الخامس أراد أن يرد على من يقول أن الشرك لا يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الجزيرة العربية. نعم. Im fünften Teil will erklären, dass manche diesen Zweifel haben und behaupten, dass der Schirk nicht unter den Muslimen fallen kann oder auf der arabischen Halbinsel fallen kann. ثم في القسم السادس أراد أن يبين الأعمال الشيطانية. نعم. Im sechsten Teil wollte er einige Taten des Satans aufzählen. ثم أعمال القلوب. Und danach die Taten des Herzens. ثم توحيد الأسماء والصفات. Als nächstes der Eingottglaube Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. Danach hat er die verbotenen Wörter uns aufgezählt und die Wörter, die Schirk bedeuten. Und danach hat er mit einem Abschluss beendet. Und wir hatten gesagt, dass das Vorwort aus 5 Teilen besteht. الأدلة على وجوب التوحيد حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Der erste Teil vom Vorwort ist die Beweise dafür, dass der Tauhid Pflicht ist, die erste Pflicht ist und die höchste Pflicht ist und das, wozu alle Propheten und Gesandten aufgerufen haben. ثم بعد أن بين لك وجوب التوحيد أراد أن يبين لك فضل التوحيد في الباب الثاني حتى تشتاء، لأن هناك من ينفرك عن دراسة التوحيد. وقال إن الأجور والحسنات تتكاثر لمن يتعلم التوحيد وتذهب عنه السيئات بإذن الله تعالى. نعم. Nachdem er gezeigt hat, dass es Pflicht ist, den Tauhid zu lernen,
zählt er im zweiten Teil des Vorwortes auf die Vorzüge des Tawhid. Welche Vorzüge hat er, damit der Mensch sich danach sehnt, den Tawhid zu lernen? ويحصل لك الأمن. Und du bekommst die Sicherheit von Allah, wenn du den Tawhid umsetzt. والهداية. Und die Rechtsleitung. في الدنيا وفي الآخرة. In dieser Welt und in der nächsten. والسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Und es ist ein Grund dafür, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم auch für dich Fürsprache macht. فعندما تشوقت للتوحيد أراد منك أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد تنقي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر وأصغر ومن البدع والمعاصي. نعم. Im dritten Teil, nachdem er dir gezeigt hat, was der Tawhid ist und du dich danach sehst, hat er erzählt, wie man das umsetzt, damit du diese gewaltige Belohnung bekommst. ولا بد أن يحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد بأمور ثلاثة: قلب ولسان وجوارح. نعم. Und es ist Pflicht, diesen Einwortglauben umzusetzen mit der Zunge und mit dem Körper und mit dem Herz. نعم. ثم بعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد أراد أن يبين لك خطر الشرك وأن المحقق حقا للتوحيد لا بد يخاف من الشرك لأنه قد يلبس عليك الشيطان ويقول أنت موحد وأنت لا تدري قد يكون لديك شرك ولا تدري عنه فلا بد أن تخاف من الشرك. نعم. Als nächstes, nachdem du den Tawhid umgesetzt hast, musst du vor dem Schirk Furcht haben und Angst haben und damit du dich auch davon fernhältst. كيف نخاف من الشرك؟ Wie können wir uns vor dem Schirk fürchten? بدراسة التوحيد. Indem wir erstens den Tawhid lernen. وبدراسة الشرك. لأنه لا يمكن أن تجتنب الشرك إلا بمعرفة ما هو الشرك. نعم. Und indem wir diesen Schirk kennenlernen, weil du kannst dich nur davon fernhalten, wenn du weißt, wo es passieren kann und was es ist. بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Und durch Bittgebet. Du bittest Allah, dass er dich vom Schirk fernhält, wie der Prophet Abraham es gemacht hat und sagte, und bewahre mich und meine Kinder davor, die Götzen anzubeten. وألا تشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات التي يعني تصدر منهم. نعم. Und dass du nicht mit den Ungläubigen bist, wenn sie ihre ungläubigen Feiertage haben oder ihre Festtage oder ihre Feiern. ثم ذكر في الباب الخامس أن من تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد. فالمحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله إلى التوحيد. نعم. Und das fünfte ist, dass du, wenn du den Tawhid lebst und dich vor dem Schirk fürchtest, dass du unbedingt zu diesem Tawhid aufrufen musst, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von Anfang der Botschaft bis zu seinem Tod hat er zu diesem Tawhid aufgerufen. نعم. وشروط الدعوة خمسة. Und die Bedingungen bei diesem Aufruf zum Islam, zum Tawhid sind fünf. الأول الإخلاص. لابد أن تبتغي بالدعوة إلى الله وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. Die erste Bedingung ist die Aufrichtigkeit. Du musst bei dem Aufruf zu Allah und zum Tawhid musst du aufrichtig sein. الثاني العلم الشرعي. أن الداعية لابد أن يكون لديه علم. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass du Wissen hast über die Religion. Denn derjenige, der zur Religion aufruft, muss die Religion kennen. ولابد في الدعوة إلى الله من الحكمة والحكمة هو وضع الشيء في موضعه والكتاب والسنة فيهما الحكمة لأن ممن من الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. Eine weitere Bedingung ist die Weisheit. Die Weisheit bedeutet, dass man alles passend zu einem passenden Zeitpunkt zu seinem passenden Ort macht. Und die Weisheit ist enthalten im Buch Allahs und in der Sunna des Propheten. Denn Allah selber ist Al-Hakim, also der Allweise. نعم. الشرط الرابع معرفة حال المدعو قبل أن تذهب إلى الدعوة لابد تعرف إلى من تذهب ماذا لدى هؤلاء. نعم. Die vierte Bedingung ist, dass du den Zustand desjenigen kennen musst, den du jetzt aufrufen willst. Du musst wissen, wie er sich verhält und in was für einen Zustand er steht. الشرط الخامس الصبر لأن هذا الطريق سلكوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقوا ما لحقوا من أذى ولابد أن يلحقك شيء في هذا الطريق. نعم. Und die fünfte Bedingung ist, dass du auf diesem Weg des Aufrufes sehr geduldig sein musst, denn das ist ein Weg, den die Propheten und Gesandten gegangen sind und sie haben in diesem Weg viel Leid ertragen. Also wird auf jeden Fall dich auch ein Teil dieses Leides treffen, so musst du geduldig sein. الإخلاص. Die Aufrichtigkeit. والعلم الشرعي. Das Wissen über die Religion. والحكمة وضع الشيء في موضعه
Die Weisheit, das bedeutet alles passend machen. ومعرفة حال المدعو. Und dass man weiß, in welchem Zustand der Aufgerufene sich befindet. والصبر. Und die Geduld. هل يشك أحد في التوحيد؟ Zweifelt jemand im Tawhid? الذي يشك في التوحيد هذا كافر كفر أكبر. Jemand, der über diesen einen Gott glaubt, das Tawhid, einen Zweifel hat, der hat einen großen Unglauben begangen. الأمور التي لا تشك فيها 1% هذه لابد أن تعلمها الناس وتدعو إليها لابد نعم. Und diese Sachen, die du hundertprozentig weißt und keinen Zweifel daran hast, die musst du unbedingt beibringen. الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين ووسط. Die Menschen haben sich in diesem Thema in zwei Extremen gespalten und eine Mitte. قسم يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف ويفتي ويتكلم حتى في قتل الأبرياء المعاهدين من الكفار وقتل أهل الإسلام وتخريب المساجد وتخريب بلاد أهل الإسلام. Einer dieser Teile, der übertrieben hat, das ist der Teil, der so viel redet, was er weiß und was er nicht weiß. Und er fängt an, Urteile zu geben und urteilt über andere Menschen und lässt sie töten oder über Menschen, die Muslime sind oder lässt die Moscheen zerstören. Das ist der Teil, der in die Irre gegangen ist, der falsch ist. وقسم لا يتكلم في شيء اصلا حتى فيما يثق فيه ولا يشك في واحد منهم حتى بالتوحيد لا يتكلم بالتوحيد. Und der andere Teil ist, diejenigen, die untertrieben haben. Das heißt, sie reden gar nichts, obwohl sie es wissen, obwohl sie den Tawhid kennen, reden sie über gar nichts von diesen Sachen. يعني لو يدخل داخل الآن هنا إلى المسجد ويسأل هذا يقول أين القبلة؟ يقول الله أعلم. كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ يقول لا أدري الله أعلم. ما هو التوحيد؟ يقول لا أدري. ما هي أنواع التوحيد؟ يقول لا أدري. من نبي هذه الأمة؟ قال أنا ما أفتي. Nein. Der andere Teil ist derjenige, der gar nicht redet. Also wenn zum Beispiel jemand Ungläubiges hier in diese Moschee eintretet und fragen würde, wie betet ihr, würde er sagen, ich weiß nicht. Und wie heißt euer Prophet, würde er sagen, ich weiß nicht. Und wie viele Gebetseinheiten gibt es, würde er sagen, ich kann keine Urteile geben. Al-Fatwa, labud min al-ruju' fiha al-kibar al-ulama. Lakin hada amr ma'lum min al-din bil-darura. ولا يمكن أن يشك في مسلم أصلا هذا ليست بفتوى هذا أمر يقيني عندنا مقطوع به نعم und die Fatwa, liebe Geschwister, also so ein islamisches Urteil ist eine Sache, da muss man zu den großen Gelehrten zurückkehren. Aber so Basissachen, wie wir gerade gesagt haben, das Gebet, der Prophet, die Gebetseinheit, das sind Sachen, die jeder Muslim Pflicht wissen muss und das ist keine Fatwa, kein Urteil. فالذي تشك فيه 1% هذا لا تتكلم فيه والذي لا يمكن أن تشك فيه ولا أقل حتى من واحد ولا طرفة عين هذه لابد أن تدعو إليه وتعلم الناس نعم. Wenn du in einem Thema Zweifel hast, auch wenn es nur 1% ist, dann rede nicht über dieses Thema. Aber wenn du eine Sache hundertprozentig weißt in der Religion, dann musst du dazu aufrufen. أول ما يدعى إليه الصلاة أو الزكاة من يعرف؟ Was ist das erste, wozu man aufrufen muss? أو بر الوالدين. Das Gebet oder die Spende oder das gute Verhalten zu den Eltern. أول ما يدعى إليه الصلاة أو الزكاة أو بر الوالدين. صلاة. أول ما يدعى إليه التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. نعم. Das erste, wozu man aufruft, ist der Tawhid, ist dieser Eingottglaube. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal zum Jemen geschickt hat, hat er zu ihm gesagt: Du gehst jetzt zu einem Volk, das sind die Leute der Schrift. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist, dass sie Allah anbeten und ihm nicht zweigen. Hal qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam na'dhirhum bayyin ma alayhi ha'ula al-kitab min dalalat wa fisq wa fujur wa ghayruh. Na'am. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Mann gesagt, geh und streite mit ihnen und argumentiere und zeige ihnen, in was für einem Irrtum die sind? La. Idhan da'wat al-kuffar takun bimadha bima amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakun awwala ma tad'uhum ilayh al-munadhara bayan al-akhta', as-sab, ash-shatm, al-qatl, al-khuruj alayhim
أخذ الأموال؟ نعم. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, was ist es? Ist es, dass wir sie bekämpfen oder beleidigen oder streiten oder argumentieren oder sie vertreiben? Nein. أول ما تدعوهم إليه قال شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد. نعم. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist das Bezeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. حتى من يعني نشأ في بعض البلدان اليوم قبل أن تعلم الصلاة الصلاة ما تصح بلا توحيد. تسأل عن التوحيد، عرف التوحيد تتدرج معه إلى الصلاة وهكذا. نعم. هل معنى هذا أن نكفر الناس؟ لا، لكن نريد أن تكون العبادات مقبولة بماذا؟ بالتوحيد، بالإخلاص. نعم. Man muss erstmal den Tawhid lernen, sogar in unseren Ländern. Was soll ein Kind als erstes lernen, bevor es beten soll? Es soll beten, es soll den Tawhid lernen, weil ohne Tawhid wird kein Gebet oder keine Tat angenommen. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir die Menschen für ungläubig erklären. Nein, aber wir sagen, wir lernen als erstes den Eingottglauben. Nein. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه الدعوة إلى الله تكون دعوة الكفار. نعم. Und so heißt es im Koran, sag, o Leute der Schrift, kommt zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir keinen anbeten außer Allah. ونقول الرب واحد. نعم. Und dass wir sagen, dass es nur einen Schöpfer gibt. ولا بد أن تؤمن بجميع الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. Und du musst an alle Propheten und Gesandten glauben, möge der Frieden auf allen sein, wie موسى und عيسى und alle anderen Propheten. ولو آمنتم حقا بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام يلزمكم والله من هذا أن تؤمنوا بنبوة محمد عليهم الصلاة والسلام وإلا فلم تؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. Und wir sagen zu ihnen, wenn ihr an Jesus glaubt, als Propheten, dann müsst ihr auch gleichzeitig an Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten glauben. Wenn ihr das nicht tut, dann glaubt ihr auch nicht an Jesus. وغير هذا من الأمور التي تكون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بعض الناس هدانا الله إياه خاصة في بلاد الكفر يأتي الكافر ويريد الدخول في الإسلام. نعم. بعض الناس هدانا الله إياه إذا تاه كافر وأراد الدخول في الإسلام ماذا يصنع؟ نعم. Es gibt manche Menschen, möge Allah und sie recht halten, wenn ein Ungläubiger zu ihnen kommt und den Islam annehmen will, was macht er? يقول له لا لا تستعجل لا تدخل في الإسلام الآن فكر وراجع نفسك وظل ستة أشهر وبعد هذا تعال راجعنا إن شاء الله تعالى نفكر في دخولك في الإسلام. هذا الواقع اليوم. قال لا تستعجل وفكر. هل كان الرجل إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وراد الدخول في الإسلام يقول فكر؟ لا، يقول أسلم. صح؟ أي نعم. طيب. Leider gibt es Menschen, die, wenn ein Ungläubiger zu ihnen kommt und sagt, ich will den Islam annehmen, sagen sie nein, denk nochmal drüber nach. Geh und setz dich hin, 6 Monate, denk nochmal drüber nach und komm dann wieder. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gehandelt, wenn ein Ungläubiger gekommen ist und Muslim werden soll? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, werde Muslim. وبعض البعض الآخر إذا جاء إليه هذا يريد يسلم يقول نعم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. طيب لا بد تبين له معناها صحيح لأنها لا تنفع إلا بأن يأتي بشروط لا إله ومن شروط لا إله الله العلم. نعم. Und manche Menschen, wenn zu ihnen jemand kommt und sagt, ich will Muslim werden, dann sagt er zu ihm, du musst mir nachsprechen und das Zeugnis bringen. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der Diener und Gesandte Allahs ist. Aber das reicht nicht aus. Du musst dieser Person erklären können, was das bedeutet. Dieses La ilaha illallah hat Bedingungen, zum Beispiel, dass du Wissen darüber haben musst. Es gibt manche Menschen, möge Allah uns recht leiten, wenn jemand kommt zu ihnen und Muslim werden will, dann sagen sie nein. Bevor du Muslim wirst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Und zwar, dass wir dich erstmal beschneiden. وخمس صلوات مفروضة. Und es gibt 5 Gebete am Tag, die du beten musst. وقبلها الوضوء. Und davor musst du dich jedes Mal waschen. وقبلها الطهارة. Und davor dich reinigen. وقبلها قد يكون الاغتسال. Und davor musst du dich vielleicht sogar duschen. وصيام شهر رمضان.
und einen Monat fasten. وأداء الزكاة. Und die زكاة. ولا بد من الحج. Und du musst auch Hajj. وتصنع 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 وتترك. نعم. Und du erzählst ihm sehr, sehr viele Sachen noch und danach sagt er, und du musst folgende Sachen unterlassen. تترك كذا وكذا وكذا. نعم. هل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Hat das der Prophet صلى الله عليه وسلم gemacht? Hat er diese Bedingungen aufgezählt? لا تقول ما نريد منك شيء. إلا فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول. Du sagst zu ihm, wir wollen von dir gar nichts, nur dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Diener und Gesandte ist. فإذا دخل في الإسلام تتدرج معه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Wenn er dann in den Islam eintretet und das Zeugnis bringt, danach gehst du mit ihm Stufe für Stufe, wie der Prophet صلى الله عليه وسلم getan hat. جاء نصراني إلى إمام من أئمة الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى. نعم. Es ist ein Christ gekommen zu einem großen Gelehrten. وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر. يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب للخمر لأنه يعرف إذا دخل الإسلام لا يشرب الخمر. نعم. Er sagte zu ihm: O Gelehrter, ich liebe den Islam sehr, aber ich liebe auch den Alkohol. فقال له الضحاك بن مزاحم رحمه الله: قال أسلم وأشرب الخمر. ما الإشكال؟ نعم. Dann sagte dieser Gelehrte zu ihm: Gar kein Problem, werde Muslim und trinke Alkohol. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ودخل في الإسلام. نعم. Dann sagte dieser Christ: Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs ist und er wurde Muslim. فقال له الآن: أنت الآن مسلم. نعم. Dann sagte der Gelehrte zu ihm: Du bist jetzt Muslim. إن أردت الآن شرب الخمر جلدك السلطان وإن أردت الرجوع عن الدين إلى الكفر قتلك السلطان مرتد. نعم. Wenn du jetzt Alkohol trinken willst, dann wirst du vom König geschlagen als Strafe. Und wenn du sagst, ich kehre zurück zum Unglauben, wirst du vom König getötet. تأتينا مرأة وتقول أنا ما أريد الحجاب. أريد الدخول في الإسلام، لكن ما أريد الحجاب. قل من قال لك أنه عليك الحجاب أصلا؟ عليك الإسلام. فإذا أسلم تقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الله صدرها للإسلام. نعم. Und wenn zum Beispiel eine Frau kommt und sagt, ich bin offen, aber ich will Muslima werden. Also sie ist nicht bedeckt, aber sie will Muslima werden. Wir sagen zu ihr, es ist gerade nicht Pflicht für dich, dich zu bedecken, sondern es ist gerade Pflicht für dich, erstmal Muslima zu werden. Und danach sagt zum Beispiel ein Gelehrter, wenn sie den Islam eintretet, dann wird Allah ihr Herz öffnen für diese Religion. إذن المحقق حقا للتوحيد والمتبع حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يبدأ به التوحيد. نعم. Also ist derjenige, der die Religion 100% umsetzt und den Tawhid 100% umsetzt, wie derjenige, der auch dazu ruft. القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب المبارك تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء تقول ما هو العلم تقول ضد الجهل القيام ضد القعود وهكذا. نعم. Und im zweiten Teil des Buches haben wir gesagt, erklärt der Autor den Tawhid, erläuterte er ihn detailliert. Und wir haben gesagt, er erklärt den Tawhid durch das Gegenteil. Wenn man das Gegenteil von einer Sache weiß, dann kennt man auch diese Sache. Zum Beispiel das Gegenteil vom Stehen ist das Sitzen. وذكر في هذا القسم قلنا أنواع الشرك الأكبر أربعة. نعم. Und wir hatten erwähnt, dass in diesem Teil die vier großen Arten des Schirks des Götzendienstes erwähnt. الشرك في الدعاء. Die Beigesellung der Schirk in der Mitgebet. فإذا كان هذا الدعاء دعاء عبادة فأي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر. نعم. كمن صلى وصام وحج لغير الله. نعم. Wenn also diese Dua eine Dua der Anbetung ist, ein Mitgebet in der Anbetung, dann wenn er zum Beispiel betet oder fastet oder die Pilgerfahrt vollzieht für jemand anderen außer Allah. وإذا كان هذا دعاء مسألة طلب فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر مثل طلب الولد والرزق وإنزال الغيث من غير الله فهو شرك أكبر. Und wenn das ein Bittgebet ist, was er von jemandem bittet, der nicht dazu in der Lage ist, was nur Allah kann, wie zum Beispiel den Regen herabsenden oder ein Kind ihm geben, dann ist das auch ein großer Unglaube, ein großer Schirk. Warum? Weil es kann nur Allah diese Sache erfüllen. الثاني الشرك في المحبة. Das zweite ist der Schirk in der Liebe. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع المحبة إلى ثلاثة أقسام. نعم.
die Gelehrten und Mutter Ibn Uthaymin teilen die Liebe in drei Teile. Mahabba مع الله يعني يحب الند محبة مساوية لمحبة الله فهذا هو الشرك الأكبر. نعم. Wenn er zum Beispiel jemanden genauso liebt wie Allah, also auf der gleichen Stufe liebt wie Allah, das ist ein großer Schirk. تحب الله ولا تحب أحد مع الله محبة مساوية. Du musst Allah einzig lieben und keinen so lieben wie ihn. القسم الثاني من أقسام المحبة، المحبة في الله أو لله، من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. نعم. Die zweite Art von Liebe ist, dass man für Allah liebt. Und das ist der stärkste Knoten des Iman, dass man für Allah liebt und für Allah hasst. من تحب في الله؟ Wen liebst du für Allah? من يعرف؟ تحب في الله من؟ ما تعرف تحب في الله من؟ تحب في الله أربع أشياء. نعم. Du liebst für Allah vier Dinge. تحب العمل. Du liebst die Tat. العمل يعني كل ما جاءت بالشريعة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والتوحيد وغيره. Also Taten bedeutet alle Taten, die unsere Religion uns vorschreibt, wie zum Beispiel das Gebet, die Pilgerfahrt und die Zakat und so weiter. وتحب العامل. Und du liebst denjenigen, der diese Taten tut. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Die Gesandten und Propheten. والملائكة عليهم السلام. Und die Engel. والصالحين. وطلاب العلم والصحابة رضي الله عليهم وكل موحد. نعم. Und du liebst die Rechtschaffenen und die Schüler des Wissens und die Sahaba und alle Muslime. وأزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى كذلك تحب الأزمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ثلث الليل الآخر شهر رمضان. نعم. Und du liebst die Zeiten, die Allah liebt, zum Beispiel den Monat des Ramadan oder den letzten Drittel der Nacht. وأمكنة يحبها الله هذا الرابع. المساجد مكة المدينة جبل أحد. نعم. Und du liebst die Orte, die Allah liebt, wie zum Beispiel die Moschees, die Häuser Allahs, oder zum Beispiel die Stadt Mekka, Medina, oder der Berg Uhud. نعم. القسم الثالث من أقسام المحبة محبة جائزة محبة طبيعية محبة الوالد والولد والزوجة ويحب هذا تركيا مثلا. نعم هذه محبة طبيعية بشرط لا تقدم على محبة الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. Und die dritte Art von Liebe ist die natürliche Liebe, wie zum Beispiel, dass man sein Kind liebt oder seinen Vater, seine Familie oder ein Land und so weiter. Aber diese Liebe darf nicht gleichgestellt werden oder höher gestellt werden als die Liebe von Allah. الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الطاعة. نعم. Die dritte Art der großen Schirk ist, dass man Allah etwas beigesetzt in der Gehorsamkeit. وهذا إذا اعتقد أن حكم القوانين أو الطواغيت أو حكم فلان من الناس مثل حكم الله أو أحسن أو أن حكم الله لا يصلح إن اعتقد فهو كافر كفر أكبر. نسأل العافية والسلام. نعم. Das ist zum Beispiel, wenn er daran glaubt, dass die Gesetze von den Menschen von dieser Welt besser sind und nützlicher sind als das Gesetz von Allah. Wenn er das glaubt, dann hat er einen großen Schritt begangen. أما إن قدم حكم القوانين أو الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو غير هذا من أغراض الدنيا واعتقد أن حكم الله لابد أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد فهذا كفر أصغر كفر دون كفر كفر غير مخرج من الملة. نعم. Und wenn er fest daran glaubt, dass das Gesetz Allahs das Beste ist und das Nützlichste ist und das Beste für die Menschen, aber er trotzdem das weltliche Gesetz nimmt, damit er daraus Nutzen hat oder Geld verdient oder finanzielle oder politische Ziele erreicht, dann hat er einen kleinen Kuffer begangen, einen kleinen Unglauben, der ihn nicht aus der Religion schmeißt. Schirk, الرابع من أنواع الشرك الأكبر, شرك النية والإرادة والقصد. نعم. Die vierte Art des großen Schirk ist der Schirk in der Absicht oder in dem Willen. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرقية وقد تقدم معنا أن الرقية تنقسم إلى قسمين. نعم. Und danach hat der Autor erwähnt eine Sache über die Rukia, über diese Heilmethode und dass sie sich in zwei Teile lässt. رقية شرعية ورقية شركية. Dass es eine gesetzliche, verlangte Rukia gibt und eine Rukia, die schirk ist. فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية. نعم. Und diese Heilmethode der Rukia, die gesetzlich ist, sie hat drei Bedingungen. Wenn eine dieser drei Bedingungen nicht erfüllt ist, dann wandeln sie sich von der gesetzlichen zu der Rukia, die Schirk ist.
أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. نعم. Als erste Bedingung ist, dass diese Rukia gelesen wird mit Versen aus dem Koran oder Sachen aus der Sunnah oder die Bittgebete mit den Namen und Eigenschaften Allahs. أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. Dass derjenige, der diese Rukia macht, Sachen spricht, die verstanden werden, die einen Sinn machen und die auch Arabisch sind. الشرط الثالث أن يعتقد أن السبب والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Die dritte Bedingung ist, dass derjenige, der das macht und für den es gemacht wird, dass sie daran glauben, dass es nur ein Grund ist, ein Zwischenmittel, damit die Heilung von Allah kommt, weil der Nutzen und der Schaden hängt allein von Allah. نعم. وذكر المؤلف كذلك التبرك. التبرك يعني طلب البركة. نعم. Und genauso hat der Autor erwähnt in seinem Buch des Tabarruk, das heißt, dass man um Segen bittet. فالتبرك انقسم الى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع، والممنوع من الشرك الاصغر وقد يصل الى الاكبر. Und hat zwei Arten dieses Tabarruk genannt: einmal das Erlaubte und Verlangte, und einmal das, was verboten ist. Und dieses verbotene Tabarruk ist ein kleiner Schritt, der auch zum großen werden kann. التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي. بأمر شرعي، هذا الأخ يقرأ القرآن ويتبرك بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وبالعمل بالقرآن وبالتداب القرآن، هذا تبرك مشروع ثبت على هذا أدلة شرعية. نعم. Es gibt einen Tabarruk, also um Segen bitten, der von der Religion aus gewollt ist, und zwar, dass man zum Beispiel viel Koran liest, viel Koran auswendig lernt und das Tag und Nacht liest. Das ist etwas, worüber es auch Beweise gibt im Buch und in der Sunna. يتبرك بالصلاة في المساجد، في الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى. نعم. Wenn er auch zum Beispiel um Segen bittet mit seinem Gebet in den Moscheen, wenn er zum Beispiel in Mekka betet oder in Medina oder in Al-Aqsa. يقول أرض الشام أرض مباركة، أرض فلسطين. نعم. Oder wenn er zum Beispiel sagt, dass der Boden und die Erde von Scham eine sehr gesegnete Erde ist oder die Erde von Palästina. نعم. أو بأمر محسوس. نقول الآن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وضع الله في علمهم البركة إلى يوم من هذا ونحن ننتفع من علومهم. نعم. Oder man sieht dieses Segen darin, dass man es spürt. Zum Beispiel das Wissen der vier großen Imame. هذا التبرك محسوس. نعم. Das spürt man bis heute. لماذا؟ لأننا إلى الآن نسمع العلم عنهم والمؤلفات وفتاوى هؤلاء. نعم. Weil wir bis heute noch davon hören, was für wie viel Wissen sie hatten und die Bücher von ihnen und das Erbe, was sie von ihnen genommen haben. وإذا لم يثبت في هذا التبرك شيء لا في الشرع ولا في الحس، ينتقل من المشروع إلى التبرك الممنوع ومن الشرك الأصغر. نعم. Und wenn es keines dieser beiden ist, weder der Segen in der Region noch der Segen, den man spürt, dann ist es ein Segen, der Schirk ist, ein kleiner Schirk ist. التبرك بتربة القبور والتمسح بها. Zum Beispiel, dass man zu den Gräbern geht und sich an ihnen wäscht und sich an sie anfasst. التمسح بالأشخاص، يعني بعض الناس يتمسح بالمشايخ، يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ مثلا. نعم. Und manche gehen zu den Sheikhs oder den Menschen, die viel Wissen haben anscheinend, und fassen sie an und fassen danach sich an und sagen, das ist deine Segen. يتمسح بالكعبة ويأتي ببعض الألبسة ويتمسح بها في الكعبة. نعم. Oder er drückt sich an die Kaaba und er wischt darüber und wischt seine Kleidung darüber und sagt, da ist Segen. يتمسح بجبل أحد. Oder er fasst den Berg von Uhud an und sagt, da ist Segen. هذا من التبرك الممنوع. نعم. Und das sind alles verbotene Arten des Tabarruk des Segens. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الذبح لغير الله، يعني الذبح للجن والذبح لأصحاب القبور محبة وتعظيما، هذا شرك أكبر. نعم. Und ebenso erwähnt der Autor, dass es verboten ist, für andere außer Allah zu schlachten, wie zum Beispiel vor die Gräber oder für die Dämonen und die Djinn. Das ist ein großer Schritt. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار وبعد صلاة العصر بإذن الله تعالى
نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Geschwister, jetzt langt es erstmal. Wir werden inshallah nach dem Nachmittagsgebet, nach dem Asrgebet weitermachen. Möge Allah uns alles zum Erfolg verleiten. نعم. والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم.